Hallo und willkommen oder willkommen zurück. Das Osterwochenende haben wir mit Freunden in Noordwijk auf dem Campingplatz De Duinpaan verbracht. Der Strand ist ca. 1,5 Kilometer entfernt. Die Parzellen sind durch Hecken voneinander getrennt. Der Untergrund ist Rasen und für Mobile über 8 Meter ist der Platz nicht geeignet, da er sehr schmal ist. Wasser- und Stromsäulen sind an jedem Platz vorhanden. Stromverbrauch ist bis zu 4 Kilowattstunden pro Tag inklusive. Jede weitere kostet 70 Cent. Kleiner Tipp: Zählerstand beim Ankommen notieren und an der Rezeption abgleichen. Die Chemietoilettenentsorgung ist in der Nähe der Stellplätze und war sauber. Ein großes und sauberes Sanitärgebäude ist vorhanden. Die Benutzung ist inklusive. In Richtung Ausfahrt befindet sich die große Ver- und Entsorgung mit Bodeneinlass. Die Felder stehen in voller Blüte und verbreiten ihren Duft. Die Region hier zählt zu den Hauptanpflanzungsgebieten von Hyazinthen, Tulpen und Narzissen. Wir haben uns am Platz Fahrräder ausgeliehen und sind zu einer Tour in die Umgebung aufgebrochen. Was denn? Die Häuser. Die Häuser. Ja, das ist schon toll, oder? Expensive. Ja, expensive, genau. Da musst du schon richtig aber Geld haben. Am Königin-Wilhelmina-Boulevard geht es hoch auf den Leuchtturm von Noordwijk, um die Aussicht auf die Umgebung zu genießen. Die Tulpen stehen in voller Blüte und werden überall präsentiert. Vorbei geht es am Standbild von Königin Wilhelmina, zum 50 Meter hohen Riesenrad an der Promenade und dann geht es zu einem Bummel durch die Hoofdstraat, der Einkaufsstraße von Noordwijk. Hier erwarten uns nette Osterüberraschungen. Was macht ihr da?
streikt die Technik. Dieses Einrichtungshaus direkt am Anfang befindet sich in einem Kloster und ist absolut sehenswert. Weiter geht es nach Katwijk aan Zee. Dieses Monument am Beginn der Strandpromenade soll an all die Fischer erinnern, die auf See geblieben sind. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, immer gute Fahrt!